Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind heute bei der letzten Folge von Fatal XS. Ihr seht auch schon, die neuen Spieler sind Marquisio und Handanovic. Dafür habt ihr euch entschieden. Bin ich auch sehr zufrieden mit der Wahl. Hier Handanovic, den geben wir dann noch einen Vertrag. Und dann gehen wir auch schon ins erste Spiel rein. Mein Ziel ist natürlich auch, diesen Cup da zu gewinnen. Sonst würde ich da natürlich nicht antreten. Und hier sehen wir das gegnerische Team, ein Leicester-Team. Und so schlecht kann er nicht sein, also ein Hut-Totz hat er. Hier haben wir die erste Möglichkeit, aber Gegner kann klären. Hier kommt der Gegner das erste Mal durch mit Kante und schießt knapp vorbei. Hier sind wir über Paul Pogba. Er schießt den Keeper an, Griezmann, und dann hält der Silbertorhüter wieder. Griezmann, Marquisio. Kommt da viel zu leicht durch und macht das 1:0. Nach 34 Minuten gehen wir mit 1:0 in Führung. Wir haben noch genug Münzen übrig, also die beiden Paare kosten auch nicht wirklich viel. Wir könnten theoretisch sogar beide Spiele mit einem Torunterschied verlieren. Bis Halbzeit ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Aber wir führen 1:0 und das ist das Gute. Ihr seht, sehr ausgeglichen. Es spielt sich sehr viel im Mittelfeld ab, aber hier bekommen wir nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit einen guten Freistoß. Der Griezmann haut einfach mal drauf und der Keeper fischt den aus dem Eck. Den hat er gut gehalten. Der ist, glaube ich, schon 40 Jahre alt, der Schwarzer. Dafür hat er sehr gut gemacht. Hier Pogba, nochmal Pogba und er macht es 2:0. 35 Minuten vor dem Ende. Schon eine kleine Vorentscheidung, da der Gegner auch offensiv nicht wirklich viel macht. Beziehungsweise wir gut hinten stehen. Also defensiv gefällt mir das Team sehr gut. Offensiv kann es noch ein bisschen besser laufen, aber läuft auch gut. Hier mit dem 3:0 kann man durchaus zufrieden sein. Nächster Schuss abgeblockt. Koke. Wieder Koke, 4:0. Jetzt läuft's. Ja, und dann kommt der Fehler. Und dann machen wir das 4:0. Ja, wieder gut weitergeleitet. Wir sind schon in der letzten Minute. Und Griezmann haut nochmal einen raus zum 5:0. Also im letzten Spiel könnten wir dann sogar 7-8-0 verlieren und haben immer noch genug Münzen, um uns die beiden Paare zu kaufen. Hier, Griezmann wurde auch noch zum Spieler des Spiels gewählt. Der Gegner hat nicht wirklich viel zu zeigen. Sein einer Schuss mit Kante war nicht schlecht, aber so, jetzt sind wir auch schon beim zweiten Gegner angelangt. Und er hat ein richtig starkes Team, offensiv und im Mittelfeld auf jeden Fall uns überlegen. Defensiv ist unsere Mannschaft besser aufgestellt als seine. Schauen wir mal, was wir da reißen können gegen den Gegner. Kommen hier das erste Mal gut durch über Paul Pogba, aber der zieht leider knapp am Tor vorbei. Kommt unser Gegner mit Reus und der fällt. Also mir fällt es so oft auf, dass Reus umfällt. Also der, ich weiß nicht, ob das einprogrammiert, dass der umfällt, aber so kleine Spieler wie Reus und Götze, die fallen bei jeder kleinen Schubsbewegung und leichtes Anrempeln und gibt immer Elfmeter. Zum Glück wurde es ja wieder leicht gepatcht von EA. Am Anfang war das ja ganz schlimm, da sind die Spieler ja nur umgefallen, die Kleinen. So, hier kommt Griezmann im Kopf dran und macht das 1:1. Das ist sehr gut. Der Gegner hat natürlich gar nicht gut geschaut, wo unsere Männer stehen. Hier können wir noch einen Angriff vor der Pause aufziehen. Pogba. Da ist ein Foul. Den Freistoß führen wir aber schnell aus Richtung Dybala und dann probieren wir die Flanke reinzubringen. Und wird abgefälscht. Und jetzt pfeift der Schiri ab. Schade, dass er uns die Ecke nicht mehr gibt. Aber so können wir dann natürlich auch in die zweite Halbzeit mit Selbstvertrauen reingehen. Wir sind die bessere Mannschaft. Hier wieder Dybala, Griezmann, hier holt sich den Ball, sehr schön. Gegen drei Abwehrspieler setzt er sich durch und kommt zum gefährlichen Schuss. Hier Marquisio, und der Ball war göttlich. Hier Dybala, wird nicht wirklich angegriffen, probiert es mal und leider knapp vorbei. Der darauffolgende Abstoß fangen wir ab und Dybala haut ihn sowas von rein. Da kann sein Keeper nichts machen.
Neuer Tots hätten vielleicht geholt, aber der hier nicht. Und der Schiri, der Spieler quittet und so ist das Spiel vorbei. Ihr seht's. Griezmann und Baller zum Spieler des Spiels gewählt. Damit war es das auch dann mit der Folge. Es geht dann bald in der K.O.-Phase weiter. Wie gesagt, ich möchte da diesen Pokal gewinnen. Obwohl, ich will alle Gegner zerfleischen. Ich hoffe, dass es nicht anders da ausgeht. Ist kein Wunschkonzert. Und hier sind wir auch bei den zwei Paaren, wo ihr euch wieder abstimmen könnt. Einmal Lichtsteiner und Guarin. Und das zweite Paar ist dann Nainggolan und Abate. Ist eigentlich sehr ausgeglichen. Ist mir eigentlich egal, wie ihr euch abstimmt dafür. Guarin und Nainggolan sind sehr gleich. Und Abate ist ein bisschen schneller wie Lichtsteiner, aber der Rest ist da eigentlich egal. So, das war's dann auch mit dem Video. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ciao, bis die Tage.